So, meine lieben Freunde, hier ist wieder euer Cobra von Games4GamerTV und heute gibt es wieder ein kleines Unboxing. Ich habe wieder etwas von der Firma Rocket bekommen, das heißt nicht irgendwas, sondern die Rocket Cone Pure und zwar die Optical Version. Und hier steht auch schon drauf: Rocket Titan Wheel, the new standard in Scrolling. Das Ganze verfügt über 4000 DPI, hat noch so eine, ja, wie soll ich es nennen, das ist so eine Easy-Shift-Funktion, steht hier drauf, das heißt, ihr könnt auf der Maus sind schon vorinstallierte, ja, wie soll man sagen, Presets, oder man kann die sich wahrscheinlich auch noch selber anpassen, dass ihr dann halt mit den Seitentasten noch, ja, extra Funktionen durchführen könnt, ob es im Multimedia-Bereich oder im Gaming-Bereich ist. Das Ganze werde ich natürlich für euch testen und schreibe euch das Ganze auf der Facebook-Seite, wie das Ding so bei mir angekommen ist. Und ja, ich würde ganz einfach sagen, meine lieben Freunde, wir packen das schöne Ding mal aus und schauen mal, was so drin ist. Viel wird nicht drin sein, aber wir wollen mal gucken, wie das Ganze so in der Hand liegt und ja, was da ganz einfach so drin ist. Und ich würde sagen, viel Spaß beim Unboxing. So, und da ist sie, die Rocket Cone Pure Optical. Und die Maus, die hatte ich persönlich noch nicht in der Hand. Jetzt schauen wir mal auf den Karton, was der ganze Karton so anzeigt. Hier seht ihr 4000 DPI, ist nicht so viel wie bei anderen. Easy Shift Funktion hat das Ganze. Dann noch die Customizable Lightning Multicolor, das heißt, die leuchtet an den Seiten und das Rocket Logo natürlich auch. 72 MHz Turbo Core V2 ARM Prozessor. Schauen wir uns den Karton nochmal von der Seite an. Dort werden noch ein paar Sachen angezeigt, die euch ja die Rocket Cone Pure noch so bietet. Und klappen wir das Ganze jetzt hier mal auf. Das Ganze wird durch einen kleinen Magnet-Button gehalten. Und was soll das Stück Folie hier? Weg damit. Dort seht ihr, was diese Easy-Shift-Funktion an der Seite, da seht ihr das. Das heißt, diese Maus lässt sich oder ist programmiert mit diversen Extras, wo ihr dann zum Beispiel im Multimedia- und im Gaming-Bereich noch extra Tasten belegen könnt. Das heißt, die Funktionen werden, ja, sind schon wahrscheinlich vorab gespeichert. Das Ganze werde ich natürlich noch testen. Aber jetzt machen wir das Ganze erstmal auf. Wieder die schönen durchsichtigen Klebestreifen erstmal mit dem Messer durchschneiden, bevor wir uns den ganzen Karton hier versauen. Und dann würde ich sagen, schauen wir doch einfach mal rein. Wahrscheinlich wird nicht so viel drin sein, wie es bei einer Maus, ja, wie es sich für eine Maus gehört. Wahrscheinlich nur Treiber, CD und Maus. Schauen wir uns das Ganze jetzt einfach mal an. Da fällt mir schon der Treiber raus. Mehr ist da jetzt gerade nicht drin. Das ist ganz klar die Bedienungsanleitung und ja, Quick Installations Guide. So, brauchen wir wahrscheinlich nicht. Bedienungsanleitung wird man in den meisten Fällen für eine Maus ja nicht benötigen. Wupp, machen wir die Hülle auf und schauen uns das gute Stück mal an. Hier seht ihr die Maus jetzt, die Rocket Cone Pure. Und ich muss sagen, eine sehr schöne Maus, auch in dem Grau. Das Ganze gibt es natürlich auch noch in anderen Farben auf der Rocket-Seite. Die werde ich natürlich für euch noch verlinken. Da habt ihr diesen Titan-Wheel, wie es Rocket hier auf der Verpackung beschreibt. Ist sehr griffig, muss ich sagen. Ist so, ja, wie soll man sagen, leicht gummiert, will ich nicht sagen. Ist aber so ein bisschen, ja, mit so einem kleinen Grip beschichtet. Dort sind die Tasten zum Verstellen der Geschwindigkeit der Maus. Das Titan Wheel fühlt sich sehr gut an. Der Druckpunkt ist auch hundertprozentig. Ist natürlich wieder mit einem, ja, mit einer Übermantelung am Kabel ausgestattet. So, und wenn ihr jetzt hier seht, hier unten sind die sozusagen die Maus-Slider vorne und hinten. Und hier in der Mitte sieht man nochmal am optischen Laser, da steht es auch nochmal drauf. 4000 DPI, stellt er scharf, ja, hat er gemacht. So, fühlt sich sehr gut an und ich muss sagen, es ist eine, ja, recht kleine Gaming-Maus für meine eigentlich schon relativ großen Hände, aber es fühlt sich trotzdem noch sehr gut an. Man kommt an alle Tasten gut dran, die Seitentasten sind gut erreichbar und ja, ich bin eigentlich sehr zufrieden damit und werde das gute Stück natürlich nochmal ausgiebig testen, um euch so eine Art kleines Review zu präsentieren. Das Review werde ich auf Facebook, werde ich meine Erfahrungen zu dieser Maus natürlich schreiben, wenn ich mit der Maus eine längere Zeit gezockt habe. Ja, meine lieben Freunde, das war das Unboxing der Rocket Cone Pure und ich habe sie jetzt hier mal in der Hand. Da könnt ihr nochmal vergleichen, wie das Ganze aussieht. Also, dass sie eigentlich relativ klein ist für eine Gaming-Maus. Ich halte mal meine Hand daneben. Ich hoffe, man kann das so einigermaßen sehen. Also, groß ist sie nicht, ist auf jeden Fall sehr klein gehalten. Hab bis
ja, bis heute noch keine Gaming-Maus gehabt, die ungefähr so in dieser Größe lag. Meine erste Gaming-Maus, das war die Razer Imperator, die war um einiges größer. Ich werde die ganze Maus jetzt einfach mal anschließen und werde es jetzt mal testen. Und wie gesagt, das, was ich da so im Test rausgefunden habe oder rausgezockt habe oder rausbearbeitet habe, natürlich, ich werde es natürlich jetzt intensiv nutzen und ja, werde euch natürlich auf dem Laufenden halten, wie das ganze Ding bei mir so angekommen ist. Aber ich würde sagen, so mein erster Eindruck von der Maus, ich lege sie mal aufs Mauspad hier, ist auch nicht auf jeden Fall sehr gut in der Hand. Das heißt, auch bei Leuten mit etwas kleineren Händen sollte das für zum Zocken und zum Bearbeiten oder zum Surfen im Internet kein Problem sein. Das heißt, so von meinem kleinen Hands-on kann ich jetzt auf jeden Fall schon mal sagen, kann ich schon ja so eine Kaufempfehlung aussprechen. Kann ich auf jeden Fall sagen, ist ein super Gerät. Ich schließe jetzt an und werde damit mal ein bisschen zocken. Und ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Video Daumen hoch. Oder abonniert den Kanal. Oder beides. Oder ja, macht einfach gar nichts. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.